wenn man verarscht, dann will man auch irgendwann einschlafen. Das ist nun mal so, weil es wirklich anstrengend ist. Und es ist wirklich ein anstrengender Job. Also schläft er hier ein, nimmt nochmal sein Gameboy in die Hand, will ein bisschen Pokémon spielen. Und ja, schläft auch langsam ein, ist kurz vorm Einschlafen. Paragraph 5721. Durch das Daumen hochgeben auf ein Danny Burnage Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit. Was geht, meine positiven Freunde und Freundinnen? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zu der Top 5 Verarscher der Woche. Viele von euch haben es sich wieder zurückgewünscht und ich dachte mir, ich bring's wieder ins Leben. Es werden sich ein paar Sachen ändern und zwar kann man jetzt sogar wöchentlich etwas gewinnen und der heutige Preis lautet ein Game Key for Me Gutschein von 50 Euro. Wie ihr damit machen könnt, werdet ihr zum Schluss der Folge erfahren, also bleibt dran. Und dann kommen wir zu Platz Nummer 5. Platz Nummer 5 beschäftigt sich ganz normal mit einem kurzen Troller, der ihn versucht zu trollen, aber leider nur Platz 5, einfach weil es so kurz war. Ihr seht, er ist hinter ihm, er spielt ein bisschen mit ihm rum, er wartet ein bisschen, er schaut ihm zu, was er gerade macht, er campt die ganze Zeit, was anderes hat er eigentlich auch gar nicht verdient. Und übrigens, checkt mir die Clips bitte ohne Musik ein, what the fuck soll das? Und ja, jetzt spielt er noch ein bisschen rum und er trifft ihn einfach nicht und wirft eine Semtex gegen ihn und es gibt einen Stuck. Und ja, leider nur Platz Nummer 5, aber gut gemacht. So, willkommen zu Platz Nummer 4, Mama Mia. Hier verarscht er ein paar Gegner. Und ich muss sagen, er hat mehrere Clips eingesendet. Diese gesamten Clips sind nur so mittelgut. Übrigens, die Clips sollten nicht länger als 1,5 Minuten gehen, denn sonst nehme ich sie nicht. Und wie gesagt, ohne Musik. Aber ich glaube, hier hat er sogar auch Musik hingetan. Und die ganzen Clips, die er hier eingeschickt hat, sind mittelgut. Und ja, insgesamt ist es ein ganz gutes Video, was er mir hier eingeschickt hat. Und zwar verfolgt er die Gegner erstmal hier die ganze Zeit. Er versucht hier die ganzen Gegner zu messern, hat nichts hinbekommen, macht einen Cut, holt gleich den nächsten Clip raus, verfolgt den Gegner und spielt einfach die ganze Zeit rum, versteckt sich hier, läuft weg und die Gegner treffen ihn einfach gar nicht, läuft an ihm vorbei, die Gegner checken einfach gar nichts und ja, dann endet der Clip und der nächste ist auch schon am Start und ich glaube, das sind 4 Clips, die er hier eingesendet hat und ich muss sagen, ich finde sie nur so mittelgut, aber ich habe sie jetzt ausnahmsweise, weil ich nett bin, reingenommen, ne? Der Clip war ganz witzig und zwar verfolgt er ihn. Er ist hinter dem Sniper und er ist so verzweifelt, der Sniper, weil er so schlecht ist, dass er nicht mal trifft. Ja, mittelgut, deswegen aber auch nur Platz Nummer 4. Das, was ihr jetzt sehen werdet, habe ich bei meiner allerersten Verarsche auch gemacht. Und zwar ist das der Turnaround, die Turnaround-Verarsche. Und zwar verfolgt ihn die ganze Zeit, bis er ihn campen sieht. Ja, wieso der Clip nur Platz 3 ist, weil er doch wirklich sehr gut ist. Aber wo sind die Gegner bitte auf der Karte? Ich sehe keinen auf der Karte. Und ein 1 gegen 1 Spielmodus ist mir nicht unbedingt bekannt. Oder sie sind alle tot, ich weiß nicht. Aber es sind einfach keine Gegner zu sehen. Ich sehe keine Gegner auf der Karte und keine Teammates. Deswegen ist es leider nur Platz 3, weil ich nicht zu 100% weiß, ob es fake ist oder nicht. Das tut mir wirklich leid. Aber trotzdem ein super geiler Clip. Turnaround schreibt er ihn. Und jetzt zieht euch das mal rein. Er schreibt ihn Turnaround, was hier heißt, dreh dich um. Und jetzt liegt er da, muss das lesen, dreht sich um und er wird gequickscoped. Guter Clip, wirklich sehr gut gemacht. Ich weiß, wie lange das dauert, bis man sowas hinbekommt, aber nächstes Mal bitte mit Gegnern auf der Karte. Ich weiß, das kann man nicht beeinflussen, aber es ist doch schon wirklich komisch. Deswegen nur Platz 3, tut mir leid. Oh mein Gott, Platz Nummer 2 ist angesagt und man will einfach nur eine Runde schlafen und man wird immer wieder geweckt. Und was ist, wenn man geweckt wird? Ganz genau, man muss sich rächen und dazu muss man Gegner verarschen. Und da sieht er einen, schießt ihn die ganze Zeit an, er geht immer in dieselbe Position dann zurück und der Gegner denkt die ganze Zeit, dass er von hinten angeschossen wird. Aber wird er doch gar nicht, er steht doch links, aber er merkt das gar nicht. Und zum Schluss tötet er ihn dann mit einer Claymore, wirklich cool gemacht und sieht auch wirklich cool aus. Und weil es so schön war, zeigt er das Ganze nochmal aus der dritten Perspektive. Er wollte nur eine Runde schlafen und man wird immer wieder geweckt. Mann, hätte ich die Schnauze voll. Das kann ich euch sagen. Und was versucht er da? Meine Güte, er geht an das Fenster und versucht da Gegner wegzuholen. Ist das nicht langweilig? Und ja, dann lässt sich natürlich auch leicht verarschen, weil er einfach keine Ahnung vom Game hat. Das kann doch gar nicht sein. Das zweite Mal kann man doch nicht an dieselbe Stelle schauen, wenn da keiner war. Und dann verdient er die gerechte Strafe und wird von hinten mit einer Claymore erledigt. Und ein verdienter Platz 2, finde ich.
Am Anfang war ich mir nicht genau sicher, ob ich die Turnaround-Verarsche nehmen soll oder die hier, die auf Platz 1 kommt. Aber Turnaround, wie gesagt, nur auf Platz 3, weil ich leider keine Leute auf der Karte gesehen habe. Und ich mir nicht sicher war, ob es fake war oder nicht. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Aber hier will er mal wieder eine Runde schlafen, denn man will schlafen nach einer langen, langen Verarschezeit. Ich kenn's ja, ne? Wenn man verarscht, dann will man auch irgendwann einschlafen. Das ist nun mal so, weil es wirklich anstrengend ist. Und es ist wirklich ein anstrengender Job. Also schläft er hier ein, nimmt nochmal sein Gameboy in die Hand, will ein bisschen Pokémon spielen. Und ja, schläft auch langsam ein, ist kurz vorm Einschlafen. Und was passiert? Der Sniper, der weckt ihn. Mama mia, also muss er ihn töten. So ist es nun mal, wenn man gestört wird. Also will er einfach weiter schlafen. Und er sieht auf jeden Fall, er wird nochmal gestört. Und ja, der Clip scheint nicht so toll zu sein. Aber wenn ihr jetzt mal aus der dritten Perspektive schaut, er will einfach nur, wie gesagt, eine Runde schlafen. Er legt sich neben die Bombe. Und was ist? Da sind die Gegner. Sie schauen sich um, sie sehen keinen, weil sie denken, er ist tot wegen seinem Gameboy. Wenn man den nämlich in die Hand nimmt, das ist eigentlich ein Hackergerät. Das hackt das gegnerische Equipment, was er da in der Hand hat. Habe ich auch am Anfang meiner Black Ops 2 Verarschezeit benutzt. Und ja, sie laufen da lang, schauen sich nach Gegnern um, sehen aber keinen und denken, er ist tot. Also versucht er, die Bombe zu entschärfen. Und es geht leider nicht, weil er eben beim Schlafen gestört hat. Das geht natürlich so gar nicht. Und der andere versucht es natürlich auch, aber das wird leider nichts. Und ja, wie gesagt, ich konnte mich wirklich schwer entscheiden, ja, ist der Clip jetzt echt oder nicht? Sonst wäre meiner Meinung nach die Turnaround-Verarsche der Clip Nummer 1, denn das war schon wirklich sehr gut gemacht. Vielen Dank fürs Zuende schauen bei dieser Folge von Top 5 Verarschen. Vergesst nicht, die anderen Folgen auszuchecken und ein Like da zu lassen für mehr Top 5 Verarschen der Woche. Das Ganze wurde natürlich gesponsert von GameKey von mir. Link ist in der Beschreibung, also schaut dorthin. Wenn ihr auch in die Top 5 Verarsche kommen wollt und irgendwas gewinnen wollt, dann müsst ihr nur einfach Verarscher-Clip in irgendeinem COD aufnehmen. Welches COD es ist, es spielt keine Rolle. Oder auch meinetwegen in Battlefield. Ladet den Clip, der nicht länger als 1,5 Minuten gehen darf, auf YouTube auf nicht gelistet hoch und schickt ihm ja an die E-Mail-Adresse verarschesiealle@web.de. Und ohne Musik bitte, weil sonst kriege ich Probleme mit der GEMA. Und mit denen will ich keine Probleme haben. Ich bedanke mich nochmal herzlich fürs zu Ende schauen und ich wünsche jenem viel Glück, dass er auf Platz 1 kommt und etwas gewinnt. Es gibt natürlich wöchentlich immer andere Gewinne, manchmal mehr, manchmal weniger. Und dann sage ich wie immer nur noch 3, 2, 1.